So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Battle Brothers Folge 6. Heute die Suche nach Kevin Westphal oder die Suche nach einem fetten Schwert. Ich erkläre gleich warum. Wir gehen erstmal auf die Kommentare ein. Folge 4 kam raus. Weiterhin kommt mega gut an. Super dankbar. Also es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass ihr bei einem Indie-Game von 2015, was so einen schwierigen Ersteindruck hat, aufgrund der Grafik, glaube ich, bei vielen, dass das so abgeht als Projekt. Mega nice. Ihr lobt euch selber auch die ganze Zeit dafür, ne? Weil letztendlich seid ja auch ihr der Grund dafür, dass sowas möglich ist hier auf YouTube. Und dass man nicht einfach das nächste Hype-Thema mitnimmt, was gerade auf Twitch viel läuft oder, keine Ahnung, einfach nur sich gegenseitig durchreactet und sonst was, sondern hier wird gezockt, weil was nice ist. And that's it. Wir gehen ein bisschen auf Kommentare ein. Erstmal User UBF4BF5MU6M. Kleiner Tipp, es gibt Potions of Oblivion. Of Oblivion. Potions of Oblivion. Diese erlauben es dir, deine Perks zu verteilen. Neu zu verteilen. Erhältlich durch einige Late-Game-Crafting-Materialien und 5k Gold. Aber Achtung, nur auf Charaktere über Level 11 verwenden, sonst verlierst du einen Perk-Punkt. Und du kannst Gifted quasi nochmal skillen oder was anderes nehmen, wenn du denn du behältst die Attributspunkte. True, ich glaube, dafür muss man unter anderem Kraken killen und so weiter. Also das, es geht darum, weil wir uns ja ein bisschen verskillt haben. Es gibt im Late-Game Kraken, den kann man bezwingen. Ich glaube, unter anderem von ihm braucht man dann Materialien für diesen Trank. Das ist wirklich hyper Late Game. Ich glaube, das werden wir gar nicht sehen. Aber stimmt, man kann respecken. Actually, ich könnte mal im Wiki gucken, aber ja. Gibt ein tolles Battle Brothers Wiki übrigens. So, jetzt von AJ191. Zu der Verwirrung am Anfang, du sollst am Ende einer Folge immer einen richtigen Speicherstand machen. Wenn du mit dem Autosave beendest und privat weiterspielst, wird der Autosave überschrieben. Damit, ja, weil ich war ja im letzte Folge, Folge 5, die ist jetzt noch nicht... Nee, wait, sind wir jetzt 5 oder 4? Ich weiß gar nicht. Nee, wir sind jetzt 6, ne? Naja, auf jeden Fall war ich ja ein bisschen verwirrt. Ja doch, ich erinnere mich, ich war am Anfang verwirrt. Hä? Weil ich dachte, wir hätten mit dem Karawanenfight aufgehört. Aber ja, das Autosave wurde überschrieben durch mein privates Autosave. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Rufen nochmal. Moin Henno, mein Tipp für diese Folge ist, finde ich geil, dass Rufen sich dran hält. Ich habe ja gesagt, bitte ein Tipp pro Folge. Ich brauche jetzt hier nicht Wikipedia oder Doktorarbeit. Moin Henno, mein Tipp für diese Folge ist mehr eine Erinnerung, dass du vielleicht erstmal ein Großschwert für deinen Lone Wolf besorgst. Das ist fette Schwert, hatten wir letzte Folge in einem schönen Laden gesehen, im Schaufenster, für 5000, aber macht deutlich mehr Damage. Wir haben manchmal das Problem, dass wir einen Swing machen und wenn der Low Roll ist, der hat ja so eine Spanne von Mindestschaden, maximaler Schaden und wenn wir da, auch das wird gerollt, wenn wir da wenig Schaden rollen und meinetwegen trotzdem alle treffen, wir killen die nicht. Teilweise, wenn die sogar keine Rüstung haben. Und das war jetzt ein paar Mal ein Problem. Und mit diesem Schwert würden wir alle Brigand Thugs, alle one-hitten. Und die Brigand Raiders teilweise wahrscheinlich auch. Und es stimmt, und es merkt Rufen ja an, wenn wir das uns erstmal holen würden, können wir natürlich besser unsere Bros am Leben halten. Weil wir schneller alles clearen. Gerade bei kleinen Gruppen macht es ja nochmal deutlich einfacher. Aber es ist auf 5000 Jolt. Man könnte aber sagen, wir holen uns das oder was eher kommt. Entweder Kevin Westphal oder ein fettes Schwert, was wir eher finden. Nehmen das und machen dann weiter nach Plan. Also wir saven kleine, ne, ob wir jetzt Kevin haben oder ein fettes Schwert. Der nächste Schritt danach wäre, weil wir haben nur für eine Sache erstmal Geld. Der nächste Schritt danach wäre, dass wir Quality... dass wir günstige Backgrounds, Thief, Farmhand, was die letzte Folge viel drüber gesprochen hatte, worüber ich letzte Folge viel gesprochen hatte, Double Time, dass wir die beschützen und smart einsetzen. Man hat schon gesehen, Kala hat es überlebt, Kniebruch war übel, gebe ich zu, aber er lebt und ist halt schon Level 4 oder 5, ne? Und er war jetzt bei 3 Kämpfen dabei, also es geht schnell.
Stelzig hat, also den hat es zerrissen, klar. Auf gleicher Linie vielleicht auch nochmal, auch erstmal eine zweite Cell-Sword-Armor besorgen, wie sie dein Bro schon trägt. Dann kannst du immer zwischen deinen swappen. Ja, wir hatten ein bisschen Downtime, wenn meine Rüstung kaputt ist, müssen wir warten. Mhm, behalte ich mal im Hinterkopf. Richtig guter Input. Auch nicht viel gedingst, aber ich finde es valide. So, und jetzt nochmal von raven.de304. Hallöchen! So, und das ist das Beste. Habt ihr mich zugeschissen mit Kommentaren? Was nice ist. Also, ich liebe es, zugeschissen zu werden. Erstmal freue ich mich für jede neue Folge. Danke für dieses Projekt. Sehe hier ein paar Themen, die dir eventuell helfen. Die 19 sonst was. Genau, da geht es ums Reparieren. Du kannst, also ich fasse es mal zusammen, ich kann Alt-Rechtsklick auf ein Item im Stash drücken und es wird repariert. Ich brauche es nicht die ganze Zeit equippen. Die Leute fanden es übel witzig, dass ich 200 Stunden in diesem Game fast habe und das nicht wusste. Weil ich mir einfach nie diesen Tooltip durchgelesen habe. Hier. Seht ihr diesen Tooltip? Alt-Rechtsklick, set item to be repaired. Wow. Ja, das war, glaube ich, das Thema unter dieser Folge. Kann ich auch verstehen. So, dann hatte ich ja gesucht, wie erweitere ich meinen Karren? Erinnert ihr euch? Morgen? Ach so, eine Sache noch, genau. Ich habe hier geschaut, welcher Dude gibt uns mehr Space? Und ich hatte das falsch in Erinnerung. Man kann hier auf den Esel, man kann hier den Esel anklicken. Kostet 5000. Und dann erhöhen wir unseren Inventory Space und können, ja, also wir können da mehr tragen. Ich dachte, es wäre hier ein Follower gewesen. Non-Combat Follower, ja. Okay, also vielen Dank. Super toller Input. Ich bedanke mich. Dann wissen wir Bescheid. So. Es kann sein, dass wir jetzt ein bisschen zusammenschneiden. Ich werde jetzt nochmal von Ort zu Ort reisen. Vielleicht passiert was zwischendurch. Dann seht ihr das. Ich habe keine... Achso, ich habe nur zwei Leute. Nahrung passt. Ja, wir werden jetzt versuchen, Kevin zu finden. Oder ein Großschwert. Oh, ich muss eine Taverne finden, wo die mal saufen können. Wo Präsident Knabe und Kalle mal ordentlich saufen können. So, Station 1. Ich glaube, alle... Ich glaube, hier wird noch nichts sein, weil... Wenn ich mich richtig erinnere, alle 4 Tage, also alle 4 Ingame-Tage, ändert sich hier das Angebot. Aber ich habe es nicht mehr. Weaponsmith? Nee. Ich glaube, eher bei den nördlichen findet man das Großschwert. Ich glaube, hier unten nicht. So, wir sollen ein Paket überbringen. Finsterweiler, Abfahrt. Ich brauche mehr Geld. Für 1000 Tacken. Einfach nur ein Paket nach Finsterweiler. Geile Quest. Oh. Along the road. Okay, ich verstehe kein Wort. If you ain't sell shorts, then I never set my past pants afire. Okay, wenn ich das richtig verstanden habe. Der sitzt da. Guten Abend. Also, wenn du kein Söldner bist, dann werde ich aber niemals die Hose von meinem Vater anzünden. Die Google-Übersetzer. Der Henno-Übersetzer. Okay, also der ist komplett durch mit der Nummer. Der war selber Söldner. Und er gibt mir jetzt seine durchgeprügelten Sachen. Krass. Das ist gut. Geben wir mal direkt Kalle. So, weiter geht's. Krass. Also, diese Events, die manchmal kommen, falls ich es noch nicht erklärt habe, die kommen manchmal durch Backgrounds. Also, wenn man bestimmte Backgrounds in seinem Trupp hat, werden bestimmte Events getriggert. Deswegen hat man manchmal Backgrounds dabei, ohne die irgendwie groß zu nutzen. Also, es gibt so richtig beschissene Backgrounds. Und die hat man dann einfach hier auf der Ersatzbank. Und die triggern dann trotzdem ihre Events. Ich glaube, da könnt ihr mich korrigieren. Ich glaube, gelesen zu haben im Wiki oder auf Reddit, aber da sind die Leute sicher uneinig. Dass man dafür die Backgrounds erstmal Level 6 haben muss. Hier ist ein Thief. Und der hat Death Wish als Personal Trait. Das heißt, immer wenn er Lebenspunkte verliert, der wird nie einen Moral-Check haben. Den holen wir.
Mal sehen. Der hat überall die absoluten Low Rolls. Das ist ja mega Panne. Und er hat im Fernkampf die Sternchen. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Wir gucken nach einer tollen Waffe. Armora, nein. Gibt's hier ein... Okay, gibt es nicht. Na gut. So, Turnwald. Beten, Praise. Praise in Chat. Oh, nee. So, und wir brauchen jetzt mal wieder Nahrung. Ja. Wait. Die Jobs waren gelockt. Okay, im Süden kann man Missionen annehmen. Ohne Ruf beim... Nee, ohne Renown, aber im Norden nicht. Okay, interessant, wusste ich nicht. So, schade. Ja, gut. Weaponsmith. Aha. Okay, Leute, 4500. Machen wir das. I guess. Ja. Ich denke schon. Wir machen das. Wir nehmen das mit. Zack. Ich hab's getan. Wir haben immer noch 3000, wenn wir Quests abgeben, 4000. Also, hier nochmal der direkte Vergleich, ne? 65 bis 85. 85 bis 100. Das heißt quasi, wir haben fortan zumindest immer mindestens den Max-Roll in Sachen Damage vom Longsword. Also wir hören nicht bei 85 auf, wir fangen da gerade erst an. Das ist insane. Ansonsten genauso effektiv gegen Rüstung. Ein bisschen mehr Schildschaden. Und es kostet halt 2 mehr Fatigue. Aber das ist ja unscheißegal, wir haben ja 10 Millionen. Und sieht deutlich geiler aus, muss man auch sagen, ne? Gut, gibt's eine Taverne? Natürlich nicht. Gibt's hier billige Bros? Nee, na gut, es gibt einen Hunter. Aber Hunter ist Schmanter, sag ich mal. Okay, dann haben wir das abgehakt. Und ab jetzt suchen wir gute Farmhands, Caravanhands, Thieves, Butcher. Naja, Butcher. Was gibt's noch für gute Leute, die wir haben könnten? Ah ja, Brawler. Brawler ging auch gut. So, wir kriegen erstmal 1000 Gold. Ja, Lumberjack ist auch okay, aber die sind recht teuer. Die haben halt gut Leben, gut Fatigue, gut Damage. Ah, Damage, naja. Ja, doch. Also im Vergleich. Aber wir brauchen ja Tanks eher, ne? Ich meine, Leben und Fatigue ist ja gut, aber wir brauchen halt vor allem Melee Defense. Wenn der Hyrule auf Melee Defense ist, ist okay. Wenn der darin Sterne hat, ist okay. Aber es ist zu teuer. Dafür, dass wir jetzt eigentlich sehr spät... Oh, eine Taverne, sehr gut. In der Taverne kann man saufen. Und dann wird deren Moral mal angehoben. Die sind nämlich echt im Keller. Ach so, nee, deren Mut, genau. Dissatisfied. Ja, das erhöht man dadurch. So, und in der Taverne kann man auch nach Rumors schauen. Der ist... Okay, na gut. Also einen gibt es immer for free, einen Tipp. Man kann dem Dude 30 Gold ausgeben, dem halt Drinks zuschieben. Und dann gibt er einem so Infos, was so in der Nähe abgeht. Da kann auch eine Info droppen, dass irgendwo einen legendären Gegenstand... Nee, nicht legendär, famed oder named Items rumliegen. So, was haben wir hier? Many, many reports that brigands are about to attack this town. Nee, das sind Undeads wieder, die hier angreifen. Ist mir scheißegal. Was haben wir noch? Ach so, nee. Okay. So, wie machen wir weiter? Ich glaube, wir gehen trotzdem mal nach Waldmark, weil das eine Stadt ist und da wahrscheinlich viele... Weil hier auf den Dörfern... Wir wollen ja jetzt rekrutieren. Hier auf den Dörfern gibt es nicht so viele Rekruten. In der Stadt schon. Die ist nicht so weit weg. Wir haben gerade den Luxus, dass wir ganz gute... Ja, wir haben gut Geld, gut Nahrung. Tut brauchen wir jetzt gerade nicht, weil alles
fertig repariert. 7 Brigands. Alles Raider. Da können wir jetzt mal unser Schwert testen. Aber, ja. Wir wollen ja wieder Gold haben. Raider geben gut Gold, weil deren Equipment... Wollen wir Kalle mit reinnehmen? Ja. Komm, wir gucken mal. Das ist ein guter Test. Liebe Brigands, danke, dass ihr... 7 ist auch eine okayische Zahl. Kann schieflaufen. Abfahrt. Also, wir haben jetzt ein wirklich krasses Schwert. Oh, perfekt. Kommt da Kalle drauf oder kommt da Präsident Knabe drauf? Was sagt ihr? Ich würde sagen, da kommt Präsident Knabe drauf. Der wartet. Und Kalle setzt sich dahinter ab. Und macht noch keinen Shield Wall, weil die werden noch nicht rankommen und schlagen können. Die werden nur rankommen. Ja, keine Fatigue sinnlos verprügeln. Der ist bitter. Der ist bitter. Hm. Der ist quasi auch über 2 Felder mit dem Speer. Aber wenig Schaden gegen Rüstung. Das Speer. Aber dafür sehr viel gegen Leben. Hey, kommt doch bitte ran. Mann, die sind so geil auf Kalle. Nur weil der so viel am Scheißen ist. Kommt ran jetzt. Mach kein Shield Wall. Ja. Das glaubt mir doch kein Schwein. Junge, der erste Hit, der kommt, ist ein Stun gegen Präsident Knabe. Und fucking, die Äxte können auch über 2 Felder. Digga, wie viel Prozent Chance hatte der zu landen? 36. Nee. Das war jetzt zweimal 36. Und Kalle zu treffen ist 57. 36% Hitchance. Er macht zweimal hintereinander. What? Also das sind halt so Momente, da kann man nichts machen. Also wirklich, da kann man... What? Das habe ich noch nie erlebt. Also hands down, die haben gerade jeden Hit getroffen. Gegen Kalle, okay. Ja, das waren so 57% Hits. Aber gegen Maximilian Knabe, das waren alles 30%er. What? What? Hä? Das heißt, nicht nur, dass er mich zweimal hintereinander stunt mit dem 31er oder was das war. Was zum Fick war das? Das habe ich noch nie erlebt. Hä, dann imagine, du spielst Iron Man Mode. Ohne Anzug. Ich mach jetzt den ersten Schlag, Junge. Wer den ersten Stein wirft. Oder ich gehe hier hin. Aber ich will den Stunner. Beide Stunner. Pass auf. Ich spät da rein. Ja, gut. Was war das für ein... 105 Damage. Er stunt mich wieder, ne? Er stunt mich wieder. Ja. Ja, ich kann direkt nochmal laden, glaube ich. Ich lade direkt nochmal. Das ist Quatsch. Okay, jetzt sitzen wir ein bisschen in der Scheiße, glaube ich. Also, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich muss jetzt einfach nur Highground holen. Da jetzt nicht cocky sein. Chillen, ey, das eben war Pech, passiert, entspannt, Leben geht weiter. Ja. Oh, das ist gut. Hier kommt Kalle hin. Nee. Hier kommt Kalle hin. Da kommt Knabe hin. Nee, die wollen alle an Knabe ran. Okay. Kalle kommt ans Bäumchen. Ist ein Träumchen. Aber Kalle sollte auch, also das Problem ist, wenn ich hier wegmove, stellen sich die beiden Dudes stellen sich hier hin und ballern Präsident Knabe weg.
Das heißt, ich stelle mich hier hin, weil es nochmal ein bisschen weiter weg ist von denen, sonst können die ran und den einmal hitten. Und sollte einer von denen hier rankommen, kann ich die immer mit einem Knockback runterstoßen. Das stößt Gegner ein Feld zurück, ist ein Skill durch Schild. So machen wir es. Okay. Ab jetzt sollte es laufen. Ne? Okay, also nochmal die Erinnerung. Memo an mich. Raider bitte nicht unterschätzen. Der. Sehr gut. Gib auf Kalle, mein Sohn. Aber jetzt geht mal bitte auf... Was ist denn mit euch? Komm mal ran. Ey, komm doch mal ran! Mann, die sind so smart. Die sind so smart, die machen das perfekt. Guck mal. Ich müsste jetzt meinen Highground verlassen, um den ersten Hit zu landen. Was übel wichtig ist, dass ich den ersten Hit lande. Aber dann verlasse ich... Was ist mir wichtiger, erster Hit oder Highground? Die kommen jetzt ran und kriegen alle den ersten Hit. Ah, theoretisch, nee, der... Ja. Okay, die drei wollen Kalle töten. Werden sie auch wahrscheinlich schaffen. Ne, ich mach jetzt Shield Wall, mal gucken. Und die vier, der wird vielleicht nicht schlagen können, je nachdem, welche Reihenfolge. Ich glaube, der ist... Wahrscheinlich ist er mit als erstes dran, oder? Wie war denn das gerade? Weil wenn er nach den dran ist, dann stehen die drei hier schon, dann kommt er entweder nur dahin oder da und dann hat er nicht mehr genug Aktionspunkte, um mich auch noch zu hauen. Okay. Shield Wall. Und parieren. Parieren ist... Nee, wir sparen Fatigue. Parieren kostet auch viel Fatigue. Wir machen zweimal Shield Wall hintereinander. Jetzt hat Kalle 34 Melee-Defense. Muss reichen. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Katastrophe. Okay. Ja, was soll ich sagen? Immerhin gehen die Stunner nicht auf mich. So. Oh, was? Okay, 95, 85, 70. 70, wahrscheinlich 95. Ich entscheide mich für einen Swing! Wie viel Damage war das? 97. Ja. Mhm, mhm. Gut. Pass auf, wenn ich jetzt einen Swing lande und 2-3 kille, dann bin ich confident. Gut, gut, gut. Gut. Guck mal, eben, ne, nochmal zum Vergleich. Eben haben die alle getroffen. Alle. Voila! Ich bin nicht confident. Ja, stimmt, weil ich ja dissatisfied bin oder so, ne? Pass auf, dann kriegt der nochmal einen gedrückt. Oh, der hat irgendwas gebrochen. Ne, Cut Achilles-Tendom, Alter. Ja, deswegen, wir müssen öfter in die Taverne. Okay, da, okay, pass auf. Pass auf, er ist ein Problem, ja? Der stunt mich. Das heißt, wir swingen. Und hitten und... Der will fliehen. Nice. Ran. Oh. Den habe ich jetzt gewandelt. Den auch. 1000 EP, Kalle hat zerrissen. Ja. Ey. Danke für die Sachen, Kalle. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ich wollte mal mein Schwert testen. Das Ergebnis ist... Es reicht nicht gegen Raider, um einen Bro zu beschützen. War ein guter Testcase. Ey, natürlich bin ich traurig, dass Kalle gestorben ist. Da machen Brigands ein paar Peasants weg. Ich bin natürlich traurig. Aber Kalle, muss man ehrlich sagen, hatte gebrochene Knie. Haben wir eigentlich noch den richtig krassen Helm? Nee, ne? Scheiße. Doch, haben wir. Geil. Aber die krasse Rüstung, die wir geschenkt bekommen haben, eben ist weg. Hm. Okay, den repariere ich. Den repariere ich, der ist richtig viel wert. Das ist ein quasi T2 Hammer. Also erst gibt es eine Spitzhacke, dann kommt, glaube ich, das Ding schon und dann gibt es noch so einen Warhammer.
Also Spitzhacke into Military Pick into Warhammer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die wird repariert, ist auch sehr viel wert. Das wird repariert, ist viel wert. Die beiden werden repariert. Eventuell, nee, die glaube ich nicht. Gut, top. Ab in die City! Nach Waldmark. Waldmeister Mark. Ich hatte mal beim McDonald's einen Moment, da wollte jemand Smoothie Waldfrucht bestellen. Kennt ihr die Story schon? Habe ich ein paar Mal schon, glaube ich, erzählt. Insane. Insane. Sowas habe ich noch nie erlebt. Okay, erzähle ich gleich. Pass auf, wir haben hier einen Brawler. Ist nice, weil sehr günstig und total in Ordnung. Ja? Total in Ordnung. Bringt nur keine Rüstung mit. Deswegen ist er wahrscheinlich so billig. Also, Melee ist okay. Das Ding ist, Resolve ist gut. Ne, genauso wie beim Butcher. Fatigue ist sehr gut. Und Leben ist auch sehr gut. Actually, warum Butcher? Butcher, was ist mit mir? Also, Brawler ist ja in jeder Hinsicht besser als Butcher. Ah, Brawler kosten 4 pro Tag? War das das Ding? Hier ist noch ein Brawler. Ja, der kostet auch 14. Okay, dann war, glaube ich, das das Ding. Pass auf, Tryout. Will start combat at confident morale if permitted by mood. Das heißt, wenn der nicht content ist, sondern happy, heißt es, oder keine Ahnung, das Bessere, in grün, dann startet er immer mit der blauen Flagge. Das ist, ihr wisst, wie gut das ist, ja? Wo ist er? So, das andere ist 10 Resolve einfach dazu. Higher! Ein Stern im Melee Defense, 2 in Leben, 1 in Fatigue. 51 Resolve! Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Hey, 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 shh. 41 Resolve hatte er, das ist Durchschnitt. 97 Fatigue ist Durchschnitt. Mit dem Sternchen ist gut. Leben ist ein bisschen low, Roll, aber 2 Sterne ist gut. Der ist überall durchschnittlich. Der hat alles durchschnittlich. Außer Melee Defense. Da ist es shit, aber hat einen Stern. Also das Ding ist, die beiden Personal Traits sind insane. Man könnte sogar überlegen, dass er Sergeant wird. Aber da braucht man hier schon 3 Sterne eigentlich. Okay, den nehmen wir mit. Geil. So, was haben wir noch? Ottmar Hitzfeld, Junge. Der ist Spartaner. Das heißt, er isst uns weniger Haare vom Kopf. Ist okayisch. Bernfried. Der sieht nachts nichts. Okay. Hm. Ja, hm. Hm. Also das Ding ist, spartanisch ist schon gut. Imagine, der hat halt 3 Sterne in Melee Defense. Das weiß man halt immer nicht. Weiß man nicht. Nee, ja. Oh. Ich muss mich eigentlich jetzt entscheiden. Kaufe ich immer. Pass auf. Wenn die keinen negativen Trade hat, haben die Lowbobs hier, ne? Dann könnte ich jetzt entscheiden, die immer zu kaufen. Das heißt, ich mache immer Tryout, einfach nur um sicherzustellen, dass sie keinen Shit-Trade haben. Weil wenn sie einen Shit-Trade haben, dann ist es auch teilweise, es kommt auf den Trade drauf an, aber teilweise egal, wie krass die sind. Okay. Und wenn das nicht so ist, dann kaufe ich die immer? Haben wir das Gold? Wollen wir das? Oder wollen wir dann sagen, wir kaufen die nur, wenn die gute Trades haben? Und das Gold sparen wir für einen Quality Bro. Das können wir sagen. Okay, dann machen wir es so. Es war auch irgendwie stupid, weil... Hm. Das Ding ist, in jedem Scheißdorf, in jedem Ort gibt es halt so Brawler, Butcher. Was ist los mit mir? Farmhands und so weiter. Da geht viel Geld drauf, wenn wir sagen, wir kaufen die immer. Okay.
ich glaube, ist alles valide, ja? Egal, welche Richtung man da geht. Aber man kann nicht alles haben. Ich kann beispielsweise, glaube ich, nicht sagen, okay, ich kaufe jetzt alle Brawler, alle Thieves und so weiter, bis ich einen coolen, krassen finde. Weil dann ist schwer mit Sparen auf einen Hedge Knight etc. auf Kevin Westphal. Jo, dann machen wir es so. Okay. Also ich tryoute die Kackleute. Gucke, was sie... Hier so ein Wildman ist auch lecker. Aber der kann halt... Also der hat sehr viel Resolve, sehr viel Fatigue, sehr viel Leben. Aber guckt euch mal die... Der kann minus Melee Defense haben, ne? Und ist sehr teuer. Aber... Also der kann heftig sein. 123 Fatigue. Als Start. Imagine, er startet mit 123 Fatigue. Und hat dann noch so einen Stern da drin oder so. Ne? Das wäre heftig. Okay, gute Preise. Gute Besserung. 20, yo. Wir hauen raus. Speer. Hippe gefällt mir besser. Macht mehr Armor Damage, wenn ich richtig informiert bin. Geil. Könnte man aufheben. Nee, die sollen am Anfang nur überleben. Wir brauchen jetzt erstmal Gold. Die sollen nur überleben. Das heißt, die kriegen einfach nur ein Schild und dann meinetwegen ein Speer oder ein Schwert, egal welche Tierstufe, sag ich mal. Und gut ist, wir brauchen einfach nur... Guck mal, wir haben schon wieder 5000. Ey! Hm? Lego! So, Taverne. Yo, saufen. Gut. Wie ist denn der Mut? Leute, wie ist denn der Mut? Normal, sehr gut. Hauptsache, der wird wieder confident. So. Quests. Bla. Ja, komm. Ein Paket. Wohin? Nach Fuchsberg. Wie weit ist das nochmal weg? Okay, gib mal Geld. Mehr. Ein Tag nach Nord... Ja, okay, wir gucken mal andere Quests an. Eskorte nach Bruntal. Ewig weit her... Nee. Also Karawanen-Eskorte, nee. Sitze, also allein an den Bildern ist man jetzt schon langsam drin wieder, ne? Also ich weiß nicht, wie es ihr geht. Nach Siegau, auch sehr gut. Gib mal mehr, gönn mal. Gut, offen lassen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal nach Fuchsberg. Das ist die Richtung, wo auch die Zitadellen sind. Ey, vielleicht finden wir für 5000... Kevin Westphal, who knows? So. Okay. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt langsam auf einem guten Weg. Das Schwert war eine gute Entscheidung. Baban, voila. Oh, da sind jetzt Reavers dabei. Die, meine Damen und Herren. No, 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 no. Oh, oh. Nee. Wollen wir gar nicht, okay? Reavers, da halten wir uns noch sowas von fern. Oh. Undead. Wie sagt man? Was ist der Überbegriff von diesen Dingen? Location. Undead Location? Okay. Helleborg wollen wir ansteuern. So. Pass mal auf. Ihr merkt, wir haben ein bisschen Problem, Gold zu machen. Weil wir viele Quests nicht machen können, weil wir nicht genug Leute haben. Ich hatte es gestern schon, letzte Folge, vorgestern, schon angeschnitten, dass wir eventuell anfangen, Karawanen zu überfallen. Dishonored Noble kann richtig hart Melee Damage haben, wenig Fatigue, wenig Resolve. Aber richtig heftig Melee Damage kann er haben. Aber es ist mir zu... Also 1000 ist actually guter Preis. Imagine, er hat 67 Melee Damage. Aber imagine, er hat 25 Resolve. Das ist unfixable. Nee, das kann man später ausreizen und austesten. Okay. Irgendwas billig kaufbar. Ja, so ein Tool und Supply nehme ich mal mit. Okay. Weiter geht's nach Fuchsberg. Direkter Weg. Okay. Nice. Wir sind... Ja, es gefällt mir gerade. Also letzte Folge war ja Katastrophe, aber I guess solche Folgen gibt's dann halt mal.
Wobei ich glaube, wenn dann eher zum Anfang, weil wenn man erstmal einen Squad hat, gibt es keine Kackfolgen mehr. Dann werden wir jede Folge heftige Scheiße erleben, ich sag's euch, weil wir ja alles machen können dann. Gerade ist einfach aufgrund der Lone Wolf-Kampagne ein bisschen schwer, wie man, ne? Wie man in den Sattel kommt. Habe ich jetzt. Apprentice könnte gut sein. Der hat halt, also der, ja, Tryout. Oh, das ist ein Scheiß-Trade. Der ist Bluter. Das heißt, immer wenn er blutet, blutet er einen Zug länger. Quest? Oh, von Bodo. Ein Bodo. Ich mag es einfach, wie deutsch das Game ist. So, was gibt's? Okay, Barbaren. Barbaren killen. 810. Das sollte machbar sein. Aber ist risky. Along the road, you cross into a small hamlet beside the path. It's a rather nondescript. Bla bla bla. Also ein paar Bauern, Digga. Und Mönch. Der liest aus einer heiligen Schrift vor. Und die haben eine Frau bei sich und wollen die anscheinend. Ah, die wollen die verbrennen. Alright. Einer steht schon auf mit einer Fackel und will den Bums jetzt anzünden. So, die Frau ruft nach Hilfe. Okay. I guess. Also es geht gar nicht, Leute. Hört mal auf mit dieser Scheiße immer auf die Frauen. Was ist denn los? So, wir gehen auf die zu, schneiden sie frei. Sie rennt weg. Die Crowd findet Scheiße, die regt sich übel auf. Okay, die greifen uns an. Aber selbstverständlich kriegen die Bauern übel auf den Sack. Aber sie verletzen uns ein bisschen. Okay, aber unsere Mitstreiter sagen, war eine richtige Entscheidung. Okay. Hattest du so ein Follow-up-Event dann? Also den Typen mit der Fackel und dem Mönch haben wir auch aufgemischt. Die sind gone. Aber da stand halt, unsere Leute meinen, das war die richtige Entscheidung. Aber es hatte jetzt gar keine Auswirkung in Form von Effekten. Hm. Aber wir haben das richtig gemacht. Ey, diese... Oh! Ein Oath-Taker für 4000! Jackpot! Bitte, bitte, bitte! Oh, oh. Oh, oh. Okay, oh, 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 oh. Okay, das ist sehr gut. Ja. 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 Okay, pass mal auf. Kevin ist im Haus. Ah. Klasse, diesmal stirbst du nicht. Ich schwöre bei Gott. Also, Leute. Nice. Melee Damage Roll, übel schlecht. Aber ist egal, er wird Tank. Melee Defense, fast Highest Roll, mit 2 Sternen. Das heißt, der kommt safe. Mit Level 11 auf über 40 Melee Defense ohne Schild. Das ist lit. Ah, ich freue mich. Resolve, Low Roll, aber immer noch, also Low Roll für einen Oath-Taker, aber immer noch sehr viel reicht. Hat einen Stern drin. Hauen wir vielleicht mal eine +4-Verbesserung rein, 1, 2, dann passt das für einen Tank. Sehr viel Initiative, aber kein Stern. Wären in Initiative Sterne, würde ich den
zu einem Duelist oder einem Fencer machen. Schön mit dem Degen. Weil es gibt so eine Degenwaffe und die hat eine Fähigkeit, ne? Die Fähigkeiten kommen ja mit der Waffe. Das macht dann so viel Schaden, je nachdem, wie viel Initiative man hat. Und da gibt es ein geiles Bild für, dass man halt alles wegbürstet. Kommst ran, one tap, übel nice. Kommen wir noch hin. Da habe ich übel Bock drauf, mit euch ein Fenster zu machen übrigens. Ist einfach sehr spektakulär. Okay, Fatigue, Highest Roll, nice. Ist aber trotzdem nicht viel. Gut, okay, Kevin. So, jetzt aber die Frage, wird er Battleforged oder Nimble? Ich glaube, der wird Nimble. Weil wenig Fatigue. Wir werden Fatigue nicht hochschrauben können viel, weil kein Stern. 96 ist schon, ja, Durchschnitt, Unterdurchschnitt. Durchschnitt. Leben ist okay. Leben ist okay. Also ist ja hier ein Low Roll, aber overall für alle Backgrounds betrachtet ist es schon gut. 62 zum Start. Dann gehen wir auf Nimble. Weil wir haben sehr viel Initiative, deswegen gehen wir auf Nimble. Okay, ist auch besser fürs Early Game. Gut, er kriegt Student. Und geil. Dreier. Können hier direkt einen Vierer mitnehmen, dann sind wir da aus dem Keller. Aber Dreier Resolve ist auch gut. Okay, passt auf. Ne, nochmal zur Erinnerung. Nimble bedeutet, er kriegt sehr wenig Schaden auf die Lebenspunkte. Exponentiell betrachtet, je nachdem wie leicht die Rüstung ist. Beziehungsweise sie soll unter 15 sein. Aber wenn sie noch leichter ist als 15 Fatigue verbrauchend, dann wird wenig Initiative verbraucht. Und wenn das der Fall ist, ist Dodge immer besser, was wir auch skillen werden. 15% unserer Initiative geht auf Melee und Range Defense. So, und wir werden dann auch Relentless skillen, was die Fatigue nur noch um die Hälfte auf die Initiative drücken lässt. Das bedeutet, wenn wir Nimble Tank machen, wollen wir viel Leben, wir wollen auch viel Initiative. Wir wollen aber auch ein bisschen Resolve, dass er halt tanken kann, alleine vorne stehend, umrundet meinetwegen. Naja, aber das hier ist der wichtigste Wert. So, das ist ein Low Roll, deswegen nehmen wir nicht. Fatigue ist ein High Roll, dafür, dass er auch keinen Stern hat. Könnten wir jetzt aber machen. Und dann Initiative oder Resolve. Und das ist wirklich sehr gut. Weil Minus ist scheiße. Minus ist scheiße. Aber ja, komm, wir machen das. Wir machen das. Wir machen das so und so, glaube ich. So. Kevin, mein Guter. Du kriegst es so. Na, noch hast du kein Nimble, deswegen ist scheißegal, du kriegst den. Ob sie nicht sterben, mein Guter. So. Kevin. Nice. Wir können auch das machen. Aber. Okay. Wie fahren wir fort? Wir wollen sowas von safe die Fights nehmen. Ja? Oh, nice! Eine gute Folge! Geil! Apprentice. Tryout. Huge. Aber wir wollen Tanks. Deswegen. Also, Huge macht 10% mehr Schaden. Übel gut. Also, wirklich sehr gut. Aber weniger Melee und Range Defense. Flat. Minus 5. Das ist schon nicht gut. Okay. Cool. So. Happa, happa. Ja. Wie sind die Preise? Kevin, gib mal dein Schild, bitte. 18. Gut, dann verkaufen wir, glaube ich, das heftige Two-Handed Flail. Ja, und das Longsword auch, ja. Weil ich werde ihm... Ah, oh, das Two-Handed Flail... Wäre vielleicht geil gewesen, weil man hatte halt AOE. Mit dem Ding hat man, glaube ich, kein... Doch, nur eine... Zwei-Felder-AOE-Fähigkeit, ne? Hatten wir gesagt. Can hit up two targets, ja. Okay. Ist okay, ist okay. Hier nehmen wir mal eins mit. So. Gut.
pass auf, jetzt grinden wir hier die drei Dörfer weiter. Die drei. Und wir werden dann hier oben Karawanen überfallen, I guess. Okay, wird... Ich glaube, wir werden von Haus Goswin die Karawanen überfallen. Okay, jetzt gehen wir erstmal zurück. Nice, okay. Hä? Oh, da. Wie viele? Ich sehe es nicht. 14! Valakrise weg. Oh, die werden verfolgt. Können wir uns da anschließen? Das wäre ideal. Geil, 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 geil. Kevin Westphal leveln. Komm ran, du Nugget. Dreht nicht um, wir kriegen die. Boah, weiß nicht, joinen die jetzt schon? Ich speichere generell mal. Joinen die jetzt schon? Sind die nah genug? Ich... Gut, alles gut. Wo war die Trainings Hall? Da! Ja, gut. Wir geben jetzt Kevin schönes Training für 3 Kämpfe. Weil günstig. Es wären ja sehr gezielte 3 Kämpfe, die wir nehmen werden. Und also imagine, Kalle hat, wenn wir Kalle im Feld hatten und die zu zweit waren, hat Kalle 405... Ja, pass auf, wenn wir so 7 Gegner haben, je nachdem welche Art von Gegner natürlich, aber ich sag mal so zwischen 900 und 1000 EP hat Präsident Knabe immer alleine bekommen. Das heißt, das geteilt durch 2, sind wir bei 4500. Da 35% drauf. Nehmen wir. Ja, top. Ich bin hier verwirrt über diesen Pfeil, was heißt das? Hier, dem geben wir für 5. Für 5 Kämpfe. So, bei der, ja. Okay, cool. Ja, also wie gesagt, was ist jetzt der Plan? Wir wollen sowas wie 5 Brigands oder meinetwegen auch 7 Cutthroater. Oder wie die heißen? Nee, das waren die Nomaden, ne? Also wir wollen kleine Gruppen aufmischen, dann Kevin Westphal sicher reinstellen und den leveln. Gut, was wollt ihr? Look, Mercenary, Strange Things. Ich soll einen Ort finden. Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. So. Undeads, ne? Ja, ja. Nee, nee, nee. Oh, wie teuer? 340, das wenig. Da ist kein Necromancer dabei. Gib mal mehr Geld. Ah! Wir sollen Ruined Tomb hin und clearen. 350 Kronen, da müssen nur ein paar mickrige Kack-Undeads sein. Das müsste klar gehen. 350, das sind dann wirklich nur ein paar Wiedergänger, nicht mal Armored-Wiedergänger, würde ich sagen. 13 Undeads. Many Armored-Wiedergänger. Okay, ich glaube wirklich, dass... Also das müsste... Scheiße sein, der Ort. Müsste gehen. Also, ne? Ist ja immer so ein bisschen Schwierigkeit der Mission. Oh! Shit! Oh, es sind keine Undeads. Oh! 5 Stück. Sollte gehen. Pass mal auf. Pass mal auf. Also, das sind Nachtzehrer. Nachtzehrer. Die kloppe ich easy weg. Die haben keine starken Attacken. Aber die fressen ihre eigenen Leichen und leveln dann auf zu stärkeren Versionen. Pass auf, ich mach... Was mache ich? Ich warte. Bin ich vor denen dran? Nee, bin ich nicht. Dann mach ich Shield Wall. Ich weiß nicht, wie es bei denen aussieht. Okay. Die warten. Okay, die warten. Wie viele Felder können die wohl gehen? Dann gehen wir mal einen zurück. Ich glaube, die können 1, 2, 3... Wahrscheinlich 4 Felder können die gehen. Dann gehen wir einen zurück und machen First Hit. Wenn die so dumm sind. Ja, okay. Perfekt.
kommt alle ran. Hier kann ich rein. Ja. Oh, ja, es sind ja zuerst dran. Haha, ich vergaß. Okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kevin! Mach keinen Scheiß, Kevin. Ah. Oh. Ja, ihr seht, die Attacken sind nicht so gut, ne? So, Shield Wall. Reicht. 90%. Die haben keine Rüstung. Okay, das muss jetzt der Kopf rollen! Ja. Und jetzt. Okay, jetzt geht nicht auf die Leichen. Fress die nicht. Alle geköpft. Nee, einen nicht. Sehr gut, Kevin. Geil! Shield Wall. Ah! Ja, der ist breaking. Geil, das gibt EP. Shield Wall und weg! 340 EP. Nice, nehme ich. Nehme ich. Nice. Gut, gut, gut. Ist das ein Level? Ja, es ist ein Level. Geil. Kolossus. Mehr Leben. Boom. Von 62 auf 67. Geil. 3. 4. Ich weiß, was ist beim Nimble Tank wichtiger? Leben oder Initiative? Ich habe ja auch. Also, ich habe sogar auf YouTube eingegeben: Nimble Tank Guide. Also ein Guide spezifisch nur für Nimble Tank, wo irgendein Vollnerd mir bitte erklärt, warum. I don't get it. Man will doch nicht gehittet werden. Aber das ist nur gut, wenn man gehittet wird. Ich check's nicht. Warum heißt es nicht Dodge Tank? Und man geht ultra heftig auf Initiative. Also, es wird nicht umsonst Nimble Tank heißen. Meine eigene Herleitung ist, man geht krass viel einfach auf Max Life. Und auf leichte Rüstung unter 15 Fatigue. Das heißt, man hat dann wenig, ja, wenig Body und Head Armor. Und nicer Nebeneffekt ist aber, dass man durch Dodge dadurch trotzdem 4 Melee Defense bekommt. Das heißt, ein Nimble Tank hat wahrscheinlich durchschnittlich mehr Melee Defense als ein Battleforge Tank. Weil Battleforge Tank nimmt ja Dodge gar nicht mit, weil er nicht viel Initiative hat. Weil ein Battleforge Tank will einfach nur krass viel Armor stacken. Das heißt, er hat keinen Perk, der ihm mehr Melee Defense gibt. Das heißt, ein Nimble Tank hat durchschnittlich mehr Melee Defense, einfach weil er Dodge mitnimmt, weil er eh leichte Armor hat wegen Nimble. Und der Gedanke ist wahrscheinlich, okay, ich habe wenig Rüstung, ich kriege aber weniger Hits ab als zum Beispiel ein Battleforge Tank. Und selbst wenn ich einen Hit abkriege, ist nicht so schlimm, wenn die meine Rüstung plätten, weil ich habe viel Leben und kriege da 60% weniger Damage drauf. Okay, nach der Logik, I guess, machen wir es so. Ich nehme trotzdem Fatigue mit, weil Shield Ball zielt ultra viel, zieht halt 20 Fatigue, ja. Gut. Okay. Actually hätten wir da Olaf mit aufstellen. Warum heißt der Olaf? Gut, wir geben jetzt erstmal die Quest ab. Das war eine nette Quest. Okay, ich muss mir merken, wenn im Questtext steht, dass Gräber aufgerissen wurden, sind das Nachtseher. Gut. Okay. Wie gesagt, wir wollen hier zu unserem Triple Threat zu unserem Dorf Village Trinity zurückkehren. Von Waldmark. Waldmark. Ach ja? Fangen wir jetzt an zu raiden. Das Ding ist, dann ist der Weg hier wirklich sehr unsicher, ne? Aber ich glaube ja, ich glaube ja. Ja, rein. Es ist Nacht, Senorita. Stellen wir ihn noch auf?
Ich hab halt... Doch, hab ich. Machen wir. Pass auf, das sind 7 Gegner. Ne, 6. Einer ist ein Esel. Ja, das sind genau die Fights eigentlich nach Zahlen, die ich nehmen will. Ich bin mir nur... Es ist ein großer Schritt, ne? Wir sind dann feindlich mit denen. Das Problem ist tatsächlich, dass die dann, glaube ich, auch Mercenary-Troops beauftragen, uns zu killen. Und die chargen uns dann über die ganze Map, glaube ich. Das ist das große Problem. Weil die können wir noch nicht schlagen. Wir können die nicht schlagen. Die sind zu gut equipped. Es kann aber auch sein, dass mir das nur einmal so vorkam. Warum ich das glaube, ist, ich habe in meinem Main-Spielstand mal eine Situation gehabt, wo ein gegnerischer Mercenary-Trupp war, der mich übel gechased hat. Alter, das war gerade Internet Explorer. Wisst ihr was? Wir googeln das. Okay, ich hatte recht, Leute. Also, ich habe jetzt ein bisschen weiter gegoogelt. Bell Brothers, Noble House, Sending Mercenaries. Ist tatsächlich ein Ding. Also, die schicken wirklich Söldnergruppen nach uns. Das Problem da ist, ich meine, wir können instant retreaten, aber die haben oft halt Hunde dabei. Und die haben Turn, also die kommen Turn 1 direkt an uns ran. Ich meine, wir können immer vor den Mercenary-Gruppen wegrennen, aber die chasen uns halt des Todes. Wir kriegen die nicht weg, die Mercenaries, die sind zu gut equipped. Die sind quasi alle equipped wie Brigand Leaders. Und haben Fangnetze und eklige Scheiße. Mir ist das ein bisschen zu risky, muss ich sagen, für das Let's Play. Weil ich will nicht, dass wir in eine Situation geraten, wo wir quasi Game Over sind, weil uns die ganze Zeit Mercenary-Gruppen jagen. Weil die sind auch relativ schnell auf der Weltkarte, glaube ich. Hier sind noch die gleichen. Ne? Oh, nee, hier ist ein Hedge Knight. Ey, jetzt finden wir alles, ne? Letzte Folge Katastrophe. Okay, nee, alles gut. Ja, ne? Also, ihr könnt gerne mal euren Input dazu beisteuern. Weil das Ding ist so, Karawanen zu überfallen ist für uns eigentlich aktuell ultra geil. Es gibt halt zwei Arten von Karawanen. Es gibt so Supply-Karawanen von den Noble-Häusern direkt. Relativ, nee. Und es gibt normale Karawanen von den Dörfern. Die Dörfer, also die Karawanen von den Dörfern, die sind richtig shit. Ja, die haben richtig schlechte, wie diese Lowest-Tier-Stufen von Brigands. Die Brigands Cutthroater, nee, Thugs. Thugs, genau. Warte mal. 9 Barbaren. Alles Thralls. 9 ist sehr viel. Nee, machen wir nicht. Thralls sind aber One-Hits, alle. Also wirklich, die haben ja keine Rüstung. Die sind wirklich One-Hits mit unserem Greatsword. Und die rennen sogar vor uns weg. Das ist eigentlich ein... Wir fighten die im Wald. Geil, da haben wir Engstellen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Komm. Das sollte gehen. Ah, ist nicht Wald. Gut. Ist ja lustig. Ja, hier gehen wir rein und swingen. Dann sind alle confident. Ja, die werfen nur Äxte, aber die treffen nicht. Ich sag's euch. Wobei, wir haben keine Range Defense mit unseren beiden Jungs hier. Wer ist er eigentlich? Olaf? Nee. Der ist confident Moral. Stimmt. Alter, ist das geil. So, Shield Wall. Reicht. Shield Wall reicht. So, Pressing Knabe. Do it! Und die anderen setze ich sogar fest, glaube ich. Weil ich bin jetzt confident, die treffen mich eh nicht. Perfekt. Ist schon. Das war's schon. Oh, die können stunnen mit den Dingern. Oh. Das sind Streitkolben. Okay, Fifi, ruhig bleib. Bitte nicht. Aber wenig Damage. Ich bin confident, die treffen nicht. Okay.
Dings, Kevin, stich zu. Jawohl. So. Der könnte hier auf Olaf losgehen. Wir müssen Olaf dringend umbenennen. Wer soll Olaf... Ist Olaf dann sterzig? Nochmal, oder Kalle? Nochmal zweiter Anlauf? Oh, scheiße. Jetzt bitte trefft mich nicht. Ja? Ja, hu, ha. Nein, 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 ja! Jetzt sterbt ihr! Ihr sterbt so sehr, wallah, ich sag euch. Die! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Geil! Oh, du bleibst stehen, du dumme Sau! Stechen ab, Kevin. Jawohl, du machst das alleine. Stehen geblieben? Oh, jetzt einen Hund haben, das wär's noch, ne? Ah, der ist vor uns dran. Den kriegen wir nicht mehr. Schade. Ja, Kevin, komm, mach den alleine. Zack. Okay, das war's. It's over. Nice. Wie viel EP? Alter, 500 für Kevin Westphal. Oh, und hier, Barbaren haben manchmal so ein Necklace dabei. Necklace? Ist quasi Schmuck. So ein Trading Good, sag ich mal. Kann man gut verhökern. 250. So. Fearless und immer confident. Ja, sterzig, I guess. So. Student. Ja. We have to. Wichtigster Wert. Immer nehmen. Wird immer mindestens 2 sein. Aber ein bisschen Pech. So. Was wirst denn du eigentlich? Was wirst du? Erzähl doch mal. Was wirst du? Fatigue, 1 Stern. Könnte Battleforged werden. 2 auf Max Life. Hat aber wenig. Ja, das wären wahrscheinlich immer so 3er oder 4er, ne? Das heißt, wir enden mit. Ja, so, I guess. 85 Leben vor Kolossus. Aber 1 Stern auf Fatigue ist auch nicht schlecht. Und 97 ist gut. Ist gut. Ist hoch. Nimble Tank wieder. Immer Confident, 4 Resolve. Komm, wir brauchen gar nicht Resolve skillen. Das ist sehr nice. Das heißt, wir können immer Leben skillen. Wir können eigentlich immer Melee Defense, Leben und Initiative skillen. Immer. Dann scheißen wir komplett von jetzt auf Fatigue, weil das Ding ist, der kriegt dann hier sowas und sowas. Und das? Na, dafür mal, ja, okay, vielleicht einmal sollen wir Fatigue mitnehmen. Dann nehmen wir jetzt einmal Fatigue mit und dann wird das ein Nimble Tank. Ich markiere mir das mal. So. Kevin. Genau. I guess Shield Expert ist jetzt, glaube ich, erstmal das Beste. So. 3. 4, 3. Oder hier jetzt wirklich einmal aus dem Keller kommen. Also, wir brauchen noch ein bisschen Fatigue. Ihr seht, unter 60 ist Arsch. Unter 60 ist Arsch. Resolve lassen wir erstmal so. Da warten wir auf den 4er. Dann nehmen wir das mal mit. Initiative ist schon auch wichtig. Aber ich glaube, wir holen hier das einmal aus dem Keller, weil ist jetzt auch nicht Sinn. Wobei, allein durch Schild haben wir ja ein bisschen und durch Dodge auch. Ich glaube, wir. Es ist echt zu vernachlässigen, Range Defense. Als Tank. Aber ein bisschen wäre schon gut. Und 3 ist ein guter Roll. Ein bisschen wäre schon gut. Nachher die Goblins shooten den sonst weg. Aber er kriegt ja auch durch Dodge über Initiative auch Range Defense indirekt. Das ist tough. Ihr könnt da gerne mal mitmachen, gedanklich, ja? Ihr könnt da gerne mitmachen. So, das war ein toller Fight. Oh! What the fuck? Ja, Leute, wollt ihr mal was Neues sehen? Aber ich glaube, das überleben wir nicht. Nee, guck mal, die hat schon richtig Bock. Also Hexen, ja, warten wir nochmal, ja? Imagine, die verhext Präsident Knabe, dann ist das sowas von over.
15. Ciao, Kakao. Macht mal untereinander bitte Stress. Ach du Scheiße, ja. Die zwingen uns tatsächlich jetzt hier richtig schlimme Route zu gehen. Aber hilft ja nichts, ne? Oh Gott. Okay, schnellster Weg nach Finsterweiler, bitte. Gut. Ab zur Road, ne? Ja. Ja, also Hexen. Es war eine Hexe und ein Unhold. Unhold, stellt euch vor wie ein Höhlentroll. Ja? Spurengröße sollte passen. Ich glaube, es ist so eine 8er-9er-Gruppe. Ah. Ich habe keine Ahnung, was das ist jetzt. Also es sind 11 Brigands, die uns umstellen. Und es sind Raider dabei. Oh Gott. Okay. Der hat kein Schild. Ja, wir versammeln uns auf der Kreuzung und versuchen zu überleben. Es ist Nacht, Senorita. Okay, wie bin ich da reingeraten? Ich bin da reingeraten. Ich dachte, ich habe die Mod nicht. Ich habe die gesehen, habe darauf gewartet, dass sie ins Sichtfeld kommen und habe Leertaste gespammt dann. Das Ding ist aber dadurch, dass die Mod Autopause macht, wenn man Gegner sieht, habe ich dadurch die Autopause weggemacht. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, das sind alles Raider. Oh Gott. Scheiße. Sind wir vor den... Hey, der hat auch nichts dabei. Ich glaube, der hat gerade was geworfen. Ein Speer oder so. Okay, wir könnten versuchen, nach links zu fliehen. Ich mache es folgendermaßen. Ich stelle die beiden nach links. Dann sind die nebeneinander und können sich ein bisschen... Ne? Und Präsident grast dir alles ab. Das ist der Plan. Perfekt. Perfekt, die warten. Ja, ja, ja. Ja, der hat kein Schild. Warum hat er kein Schild? Ich habe das gerade abgelegt, glaube ich, um zu sehen, wie viel Melee-Defense er hat oder so. Oh Gott, ist das eine Katastrophe. Ich muss den da clearen. Ich muss den wirklich... Es tut mir leid. Perfekt. Warten. Perfekt. Lasst Sterzig in Ruhe, bitte. Das ist so unlucky. Warum hat er kein Schild? Der darf mich nicht stunnen. Oh, oh, oh Gott, Sterzig, das überlebt er nicht. Okay, pass auf. Pass auf, neuer Plan, ja? Neuer Plan. Ich muss einmal runterhüpfen. Wenn der mich hittet... Oh Gott. Hä? Warum kann ich ihn nicht hauen? Hä? Ich kann ihn nicht hauen. Why? Hä? Kann man ihn nicht zurückhauen? Oh Gott, Digga, das war nicht der Plan. Der Plan war, du gehst runter, machst die beiden, weil die sind heftig. Und du gehst da hoch. Aber jetzt ist da jemand anderes. Ist ja eine absolute Katastrophe. Sehr gut. So. Ja, das ist... Mann, das war eigenverschuldend, absolut. Aber... noch lebt er. Ey, Kevin, du bist krass. Ich kill nicht mal den hinteren. Also, Sterzig ist safe tot. Ey, sorry, Mann, das ist... Boah, das ist gerade übel, der Tilter.
übel der Tilter. Weil ich hab schon, ich hab halt gespielt, als ob ich die Mod nicht hätte. Ich hab safe gespielt. Und das war jetzt mein Untergang, weil ich nicht gewohnt bin, die Mod zu spielen. Mann, der hatte so gute Trades. Ach, aber wir finden neun. So. LOL! Hey Kevin! Was ist mit dir? Hau doch nicht rein! Die gehen aufs Schild mit ihren scheiß Äxten und Hämmern. So, du kriegst jetzt eins. Bam. Kevin, ich bitte dich. Nicht schlecht, Kevin. Alter, Kevin! Der sneakt sich da raus. Oh. Mhm. Ja. Damit ist der weg. Damit sind wir confident. Sieht man nur nicht wegen dem Gebüsch. Kevin haut rein. Der ist jetzt, also ja, die gehen beide übel auf Rüstung. Ja, das hätte mich auch geärgert. Oh lol. So, der Dude ist ein Problem. Der jetzt gleich dran ist. Der ist ein Problem. Sehr gut. Jetzt gehe ich auf den. So, jetzt ist er nämlich auch wavering. Ich muss jetzt beten, dass die beiden halt nicht treffen. Kevin rennt weiter. Also, ist krass. Wie kann der denn treffen, bitte? Das waren 90% Hitchance. Also... Und der Armbrustschütze hatte 36. Das Ding ist, wir haben eh verloren, weil unser Lone Wolf gestorben ist. Also Leute. Das war alles sowas von cursed. Warum... Hast du kein Schild an? Was? Ich glaube, ich habe wirklich geguckt. Ich habe so getheorycrafted, wie als Noble, als Nimble Tank wäre. Und habe dann, ja, der hätte dann sowas an. Und habe einfach den Rest nicht equipped. Okay. Jetzt sieht es schon besser aus. Ach du Scheiße, Digga. Ich glaube, wir müssen aggressiv spielen, bin ich ehrlich. Ich glaube, wir müssen aggressiv spielen. Er hat 60 Melee-Skill. Ja. Die Armor muss jetzt regeln. Wir müssen aggressive playen, ja? Das ist, glaube ich, leichter. Nee, schwerer, okay. Good to know. Ja. Wald hat jetzt natürlich... Oh Gott, ist hier offen wie ein Scheunentor. What? Na, let's go. Ich habe gesagt, wir spielen aggressiv. Also, was haben wir? Bis zu 142 Damage. Sehr viel Damage gegen Rüstung. Hittet sowohl Kopf als auch Body. Also, hands down, das ist, glaube ich, die krasseste Single-Target-Ability, die ich kenne. Split Man. So, ein normaler Split wäre, ja, zwei hintereinander. Ach so, das Split, wie mit dem Schwert. Gut, ab 40. Oh, gut. Da ist ein Armbrustschütze, Bogenschütze. Also ich glaube, wir gehen hier so hin, ja? Wir wollen krasse Engstellen. Aber wir müssen mal gucken, nicht, dass die jetzt schon an... Okay, da sind nur Rangies. Mhm. Ja, ey, dass du triffst, ist einfach wirklich so eine Frechheit. Wirklich. Sehr gut. So, Kevin, zerstör ihn. Actually... 32% Hitchance ist jetzt nicht viel. Der hat halt Shield Wall an. Wir können auch sein Schild zerstören. Das machen wir. So. Ja, wir machen so. Ich weiß ja noch nicht, von wo die Gegner kommen.
Du bist, also das ist so dreist, wirklich. Immerhin habe ich noch keinen Armbrustschützen entdeckt. So, du killst den. Geil. Actually, vielleicht können wir nach unten fliehen. Warte, wir warten mal noch einen Turn. Wir machen so ein bisschen Backup. Wir wollen jetzt gerade mal... Ich glaube, die meisten kommen von hier. Wir wollen einen nach dem anderen killen. Das heißt, Kevin zerstört das Schild. Danach kann Sterzig ihn zweimal abfacken, weil Sterzig ist confident, weil Sterzig einfach so geil ist. Präsident Knabe wartet. Ah! Ah, sehr gut, danke. Der ist nur in dem Busch. Sterzig geht ran, hittet ihn für 65. Sehr gut. Und du? Bist ja vor dem dran. Von oben kommen die, dann stehst du richtig. Okay, hat Parieren an. Ja, jetzt wird gekämpft, Leute. Okay. 61, Kevin, der muss sitzen. Sehr gut. Ja, sehr gut. Mach ihn weg. Scheiße, so würde er Sterzig treffen. Ich glaube, da oben hockt. Okay, nice. Okay. Der kann nicht? Ja. Ist ein bisschen... Oh Gott. Ja, es ist nicht so nice, weil Sterzig steht im Weg. Aber Kevin kann jetzt hier reinsplitten. Kevin, do it. Do it. 62. Okay, einen hast du. Shield Wall. Rein. Walla Krise. So, die sind alle breaking. Der ist sogar fleeing. Ne, der ist wavering. Ne, auch breaking. Nice. Der verblutet sogar. Oh, das ja. Der ist ein Problem. Ich bin so froh, dass sie keine Armbrustschützen haben. Wirklich. Okay. So. Kevin erholt sich mal. Okay. Ich muss den da wegmachen. Ich meine, er ist wavering jetzt. Wir müssen einfach beten. Also Sterzig ist relativ safe. Weil der flieht, der haut nicht zu. Wir müssen beten, dass der nicht trifft. Weil die beiden Jungs hier mit ihren kräftigen Geräten raufhauen. Dann wird der hier hoffentlich breaking. Dann geht seine Hitchance nochmal runter. Scheiße. Doch, jetzt! Ja! Okay. Ja! Alter, das gibt so viel EP! Wallerkrise! Schild weg! Jetzt flieht er auch. Okay, Kevin ist gestunt. Kein Problem, er hat sehr viel Rüstung. Sterziglauf. Geil, ich glaube, wir haben es, Junge. Zack. Actually hätte ich nichts machen sollen. Es leben noch vier. Der und die drei Ranges. Ja, okay, wir clearen den jetzt erstmal. Deswegen bin ich froh, dass wir keine Armbrust haben. Kevin, töte ihn. Exekutier den Mann. Schade, Digga. Sehr gut, Kevin.
Static, du chillst. Presi an Bord. Jawohl, der ist breaking. Jetzt trifft er nicht mehr und wird getroffen. Okay. Actually gehe ich jetzt... Die bleiben stehen. Oh Gott. Ja, die haben halt so einen Aimed Shot, ne? Die haben den normalen Schuss, dann können sie zweimal schießen, hat wenig Trefferchance, gerade über Nacht, ne? Oder die haben diesen Aimed Shot, dann können die nur einmal schießen, wenn die dran sind. Da komme ich nicht hin. Ich bewahre... Also, der wird schon nicht sterben. Ah, gut gespielt von mir. Und... gibt arsch viel EP. Walla! 900 für alle! Und nochmal ein Schild. Gut, gut, gut. Geil. Okay. Okay. Von Tilter zu... me happy, you know. So. Wir geben ihm jetzt Dodge. Oder jetzt schon? Oder Relentless, weil... Also das Ding ist, Dodge bringt jetzt gerade nicht viel, oder? 15% von 79. 8 wären 10%. Rechne ich richtig? Ja. Und 12 wären dann 15%. Hä? Bin ich da richtig? Rechnen ist immer... 12? Ist das richtig? Ja. 12 ist richtig. Okay. Das heißt, er hat dann hier 20, 30 Melee-Defense, wenn seine Initiative unangerührt ist, ja? Okay, so. Kevin Westphal wird auch Nimble Tank. Das heißt... Wir machen das so. Oh, hier ist ein Vierer-Roll. Nice. Gut. Presi ist nochmal ein Level up. Er ist schon Level 14. Leben. Yes. Okay. Und Sterzig ist 2 Level up. Kolossos. Shield Expert. So. Melee Defense. Leben. Vierer Roll Fatigue einmal mitnehmen? I guess. Er hat 70. Das ist gut. Ja, ich glaube, da nehmen wir Initiative mit, oder? Das Ding ist Skill. Werde ich Recover skillen? Weil dann reicht 70. Der kriegt ja sogar noch leichtere Klamotten im Idealfall. Naja, kommt drauf an. Ja, später halt Assassin Gear, aber da kommen wir eh nicht hin, glaube ich. Mal gucken. Ich glaube, ich nehme den Vierer jetzt einmal mit und dann war es das auch. Dann ist er echt krass. So, zweites Level. 3, nice. 4, 3. So machen wir es jetzt. So, jetzt hat er schon 82 Leben. Geil. Okay, du kommst in die Reserve, du bist verletzt. Leute, diese Folge war sowas von gegensätzlich zur letzten. Ich bin so happy. Wir haben richtig Progress, Mann. Kevin, Level 5, Sterzig auch. Wir holen uns jetzt noch einen Kalle. Das Equipment dafür haben wir. Wir haben ein Schild. Wir haben eine Rüstung. Wir haben einen Helm. Ich gebe dem sogar jetzt den hier. Das ist nochmal mehr Armor. Weil noch hat er nicht Nimble. Geil. Ey, mega gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Richtig gute Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.